Hier scheint es nicht weiterzugehen. Also bräuchte ich einen Riss. Oh Gott. An verschiedenen Orten haben sich verdächtige Spalte aufgetan. Diese Spalte sind ein böses Omen, aber vielleicht sind sie der einzige Weg, Hyrule zu retten. Du solltest überall nach ihnen suchen. Viel Glück, Link. Okay, gut, ich soll nach ihnen suchen. Ich soll hier stehen bleiben? Okay, gut. So, genug. Kann ich wieder weiterreisen. Oh Gott. Mathis. Oh Gott. Ich muss doch irgendwo hier einen Riss versteckt haben. Irgendwo hier. Ah, hier ist er ja. Link, Held von Hyrule. Hier liegt ein Labyrinth der Flammen. Du benötigst besondere Ausrüstung, um gegen Flammen zu bestehen. Ich spüre, dass sie dort ein hervorragender Mensch befindet, der einen weisen Pfad gerecht wird. Bitte rette ihn. Dies sind die Worte von Hilda von Lohol. Ich esse so gerade nebenbei so Honigpomelo. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ich kam nicht mehr auf die Beine und da waren Monster und ich hatte solche Angst. Mama macht sich bestimmt Sorgen. Ich schwimme besser schnell zu ihr zurück. Ich danke dir für die Rettung meines Kleinen. Doch noch fehlen 2. Okay, noch 2 retten. Ins Wasser schubsen. Und auf eine Schildkröte zu mobben. Schildkröten sind tolle Tiere. Ich hätte solche Angst. Jetzt schwimme ich schnell zu meiner Mama zurück. Diese schlimmen Monster haben mich umzingelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da nochmal rauskomme. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Na komm, danke. Und der letzte. Ich weiß gar nicht, wie ich für die Rettung meiner Kleinen danken kann. Doch eins ist noch nicht zurück. Es will immer die Welt erforschen, leider über. Ich fürchte, fast alle meine Kleinen entdecken die Welt zurück nicht mehr finden können. Weil, was habe ich denn da vorgelesen? Boah, das war alles falsch. So ungefähr war das, was ich vorgelesen habe. Das hat keinen Sinn ergeben. Ich sollte gleich langsam aufhören. Ich eine Bombe dabei? Ja, nicht. Genau das meinte ich. Habt ihr es gesehen? Er hat sich weiter bewegt, der Gegner. Ich konnte aber nicht. Ohne Feenquelle. Heilt mich, oh ihr Feen. Hier beginnt das große Pegasus-Rennen. Rennen von hier bis zum Ziel. Du da, willst du deine Schnelligkeit unter Beweis stellen? Du siehst mir nach einem großartigen Läufer aus. Das wird ein spannendes Rennen. Die Teilnehmergebühr trägt 20 Rupien. Wenn du es schaffst, das Ziel zu erreichen, erhältst du einen Preis. Sag mal, willst du etwa in den Stiefeln rennen? Wenn du diesen Rennen gewinnen willst, musst du schon richtige Rennstiefel tragen. Aber wenn du ein Profiläufer bist, geht das vielleicht auch so. Willst du es nicht einmal versuchen? Lieber nicht. Was liegt da unten? Du hast eine Flaschenpost gefunden. Es ist ein Brief drin. Mein Fuß ist verstaucht, meine Moral am Boden. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon hier verstecke. Hätte ich doch nur ein Herasturmkleid gemacht und wäre nicht weiter vorgedrungen. Ist das mein Ende? Ich wünschte, ich könnte noch einmal Vollmilch trinken, und wenn das nur ein Schluck. Doch die Milch bleibt so fern von hier. Was zum Teufel macht ihr da? Wollt ihr Inso jetzt hier töten und dann eine Pizza essen? Na komm. Nimm das mit. Wer weiß wofür. Wo ist die Schildkröte lang gegangen? Wo ist die letzte Schildkröte hin? Ups, da wollte ich nicht runter. Wo ist die letzte Schildkröte? Bin ich so doof, sie zu finden? Bestimmt ist sie irgendwo total einfach zu finden und ich übersehe sie. Oder so. Ah, hier ist sie. Ah. Ah, ich habe so lange da oben auf die Rettung gewartet. Ich dachte schon, dass ich nie wieder von dort fortkomme. Hier im Wasser geht es mir schon viel besser. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Wie kann ich dir nur für die Rettung meiner Kleinen danken? Ich habe nichts, was ich dir zum Dank geben könnte. Du kannst mir aber auf den Rücken steigen, wenn du magst. Dann fahre ich dich gerne etwas herum. Die Kleinen gefällt das auch immer. Was, du machst dir Sorgen, dass deine Schuhe schmutzig sind? Ich bin doch eine Schildkröte und kein Teppich. Das bisschen Schmutz macht gar nichts aus. Steig nur auf. Yay! Schildkröten reiten. Okay, ja. Braucht klug von mir. Haben wir mal kurz mit der Schildkröte rum. Die Köpfe von den drei kleinen Schildkrötis. Hm. 20 Wookies, ja. Hm. Wenn überhaupt, ne? Ich glaube, ich muss wieder zu Ravio. Hm. Ich habe gerade wieder gegessen und ich musste mir kurz Finger abschmieren. Damit der 3DS nicht dreckig wird. Willkommen in meinen Laden, kleiner Held. Hm. Aber es ist ja nichts, was ich gebrauchen könnte. Der Eisstab hilft mir wahrscheinlich, das Sinks einzufrieren. Nein, Lava kann man nicht einfrieren. Wir müssen eine Steinplatte drauf tun. Sozusagen. Mathe ist bei mir auch und ich verstehe nicht, wieso. Ich geh mal zum Schmied. Ich frag ihn um Rat.